Eine der häufigsten Fragen, die mir im Telefontraining oder im Verkaufstraining gestellt wird, ist: Uwe, wie oft soll ich denn den Namen des Kunden sagen? Wann soll ich den sagen? An welcher Stelle denn? Und gibt es eine Faustregel? Dreimal, fünfmal, siebenmal? Wie oft soll ich denn das machen? Und deswegen möchte ich dir in diesem Video ein paar Dinge verraten, die extrem wichtig sind und die du auf jeden Fall wissen solltest, wenn du am Telefon Kunden betreust, wenn du was verkaufst oder auch wenn du Termine mit Kunden vereinbarst. Wir schauen uns also an in diesem Video, warum ist es wichtig, den Namen zu sagen, wann und wie oft und die drei häufigsten Fehler und noch ein Geheimtipp, wie du durch schwierige Namen mehr Umsatz machst oder Gespräche im Service sofort freundlicher und vertraut werden. Lass uns doch mal damit anfangen. Warum solltest du überhaupt den Namen des Kunden nennen? Der Klang des eigenen Namens, ja, der ist vertraut. Sprichst du den Kunden mit Namen an, dann ist er gleich aufmerksamer und du gibst ihm das Gefühl von Wertschätzung. Du zeigst ihm außerdem, dass er bei dir in professionellen Händen ist. Und wann und wie oft solltest du denn den Namen nennen? Es gibt keine feste Regel, dreimal oder fünfmal. Erstens, weil die Gespräche unterschiedlich lang sind und zweitens, weil verschiedene Abläufe darin enthalten sind. Was es aber gibt, sind verschiedene Bausteine, wann du den Namen des Kunden zum Beispiel sagen solltest. Erstens natürlich zu Beginn des Gespräches bei der Begrüßung. Macht natürlich Sinn, wenn du den Namen kennst, dass du ihn auch nennst. Als zweites, wenn der Kunde einen Einwand hat und du diesen beantwortest, dann kannst du den Namen ebenfalls verwenden. Frau Müller, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Oder drittens, wenn du dein Produkt oder eine Lösung präsentierst, kannst du zum Beispiel sagen, da habe ich genau das Richtige für Sie, Herr Punkt, Punkt, Punkt. Oder viertens, wenn du Fragen stellst, Frau Punkt, 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 habe ich das richtig verstanden? Oder fünftens, wenn du Daten aufgenommen hast und etwas zusammenfasst, Herr So und So, ich fasse unser Gespräch noch einmal ganz kurz zusammen. Oder sechstens, wenn du einen Fehler gemacht hast oder dein Kunde sich beschwert. Frau So und So, das tut mir wirklich leid, das bringe ich wieder in Ordnung. An der Stelle aber bitte nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Und siebtens, natürlich dann, wenn du dich verabschiedest. Wie du siehst, es gibt diverse Möglichkeiten. Ja, wenn du mehrmals Einwandbehandlung machst, dann kannst du auch mehrmals den Namen nennen. Achte aber unbedingt auf drei ganz große Fehler in diesem Zusammenhang. Erstens, nicht zu oft sagen. Ja, wenn du jeden Satz anfängst mit Frau Müller, Frau so und so, Frau so und so, Frau so und so, Frau so und so, dann fühlt die Kundin sich vielleicht irgendwann mal veralbert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du ein bisschen haushaltest, also nicht zu häufig sagen. Als zweites, auf gar keinen Fall den Namen falsch aussprechen und dann vielleicht auch noch im schlimmsten Fall falsch aussprechen und zu oft. Das ist jedes Mal wie so ein Nadelpieks. Ja, das ist also ganz, ganz furchtbar, wenn du den Namen nicht verstanden hast, sage ich dir gleich, was du machen kannst. Auf jeden Fall erstens nicht zu oft und zweitens vor allem nicht falsch aussprechen. Und als drittes niemals sagen, wie war Ihr Name nochmal? Das ist ein Klassiker, das machen so viele Verkäuferinnen, Kundenberaterinnen und Kundenberater falsch. Wenn du das sagst, wie war Ihr Name nochmal, dann kann es dir passieren, dass die Person sagt, mein Name ist, ich bin ja noch am Leben. Ja, weil die lebt ja noch. Wenn jemand tot ist, dann kannst du sagen, wie war Ihr Name nochmal, ist ja Vergangenheit. Aber wenn die Person noch mit dir spricht, dann solltest du sagen, wie ist Ihr Name? Denn ansonsten kann das sein, dass allein dieses, wie war Ihr Name nochmal, dazu führt, dass dein Kunde dir nicht vertraut oder aber im schlimmsten Fall, wenn du im Vertrieb tätig bist, nichts bei dir kauft. So, jetzt habe ich noch zwei wertvolle Tipps für dich. Wenn du den Namen nicht verstanden hast oder ihn nicht aussprechen kannst, dann lass ihn dir entweder buchstabieren oder wenn der Vorname deines Kunden in deiner Maske steht und einfacher ist als der Nachname, dann frag ihn, ob du den Kunden beim Vornamen ansprechen darfst. Bevor ich den Namen falsch ausspreche, darf ich Uwe zu Ihnen sagen. So ein Thema hatte ich mal. Vor langer, langer Zeit habe ich einen Kunden angerufen, der hieß Mani Roban Siva Subramaniam. Ich habe mir den Namen bis heute gemerkt. Und als ich den Namen gesehen habe, der war so lang, habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, darf ich Sie beim Vornamen ansprechen, bevor ich das hier falsch mache? Dann hat er zu mir gesagt, du kannst Mani zu mir sagen. Und da kommen wir schon zu einem richtig guten Tipp, den ich damals gelernt habe.
Wenn dein Kunde hier zustimmt, dann hast du einen klaren Vorteil, da der Klang des Vornamens noch vertrauter klingt. Unterbewusst fühlt sich das dann an, als würdet ihr euch schon länger kennen. Das Eis ist meistens gebrochen und du kannst mit dem Kunden respektvoll, aber eben auch freundschaftlich sprechen. So, jetzt hast du erstmal alles, was du brauchst, wenn du Termine am Telefon vereinbarst, wenn du Produkte oder Dienstleistungen verkaufst oder aber auch im Kundenservice tätig bist. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da und wenn du Fragen hast, dann schreib es mir bitte in die Kommentare. Bis bald, dein Uwe.